Hallihallo, wir haben gerade ganz frisch Romantia City erreicht. Am Ende des letzten Parts waren wir noch in dem Gruselhaus mit der Geschichte mit den Männern ohne Gesichtern. Deswegen, wir gucken uns jetzt hier weiter um. Mal schauen, was in Romantia City los ist. Aber ich sehe auf dem Touchscreen, das leuchtet sehr penetrant. Was geht denn ab? Alle Basiswerte wurden vollständig trainiert. Dein Pokémon ist nun ein Meister-Pokémon. Herzlichen Glückwunsch. Dann packe ich mal ein anderes hin, ne? Erst mit, Antrag. Machen die das wirklich automatisch, ja? Mach Esladero hin. Let's go. Boing, boing. Boing? Hier, nimm diese TM, die ich gefunden habe. Folterknecht. Selber. Von Folterknecht getroffene Pokémon werden am wiederholten Einsatz einer Attacke gehindert. Schön und gut, aber wer oder was ist Folterknecht? Willst du gar nicht wissen. Stell keine Fragen, worauf du die Antwort nicht ertragen kannst. Wenn sich ein Arbok häutet, das über die Fähigkeit Expidermis verfügt, stech aus der hinterlassenen Haut Geldbeutel her. Gewisse Pokémon können sich übrigens mit der Fähigkeit Expidermis von Statusproblemen befreien. Stimmt, wir hatten da was mit Igamaro. Zu Beginn des Spiels hat sich aber erledigt. Der Bruder von meinem Papa, also mein Onkel, lebt übrigens in der Höhlenregion. Das freut mich. Ich bin der Märchenonkel. Ich habe eine sehr geistreiche Geschichte für dich. Soll ich sie dir erzählen? Schon wieder? Schnee, sag ich. Dieses Wetter versüßt einem jeden Tag. Ist doch so, oder? Inwiefern war das geistreich? Kann ich dir auch Trinkgeld geben dafür? Finsterstein, oh Finsterstein, du bist so ein lässiges Item. Das können wir doch nachvollziehen, oder? Er sagt immer was anderes, aber es sind schon sehr vage Aussagen, ne? Muss man so sagen. Schutz kann weg. Oh, wir können mal ver... Haben wir überhaupt Geld übrig? Wir gucken mal, was es gäbe. Guten Tag, kann ich dir helfen? Ja, ich weiß Bescheid. Kein Tutorial. Ist das in Romantia City gerade der letzte Schrei? Die Klamotten sind ja schon was schräg, oder? Würde ich nicht anziehen. Also, ich würde es auch meinem Charakter im Spiel nicht anziehen. Privat auch nicht. Wobei... I don't know. Damenmantel. Warte mal hier. Tasche? Wie sieht meine Tasche nochmal aus? Man sieht die auch kaum. Neue Cap vielleicht? Ethno-Schirmmütze, Violett. Federschmuck. Die man nehmen würde. Ich muss mich trotzdem umziehen in der Umkleide. Auch wenn es nur eine Cappy ist. Muss er in der Umkleide tun. Ich habe sehr viele Bekannte. Die Anzahl meiner Freunde ist aber ein Geheimnis. Null. Die Lieblingsoutfits, die du dir zusammengestellt hast, kannst du auch als Favoriten registrieren. Ja, so viele werden es auch wieder nicht. Aber mal sehen, ob bei den Einzelstücken noch was ist bei euch. Ich glaube nicht. Ja, ziehen wir die nochmal an zur Abwechslung. Ach, die ist auch noch so seitlich, so richtig fancy. Pullover mit Schein. Das gehört dazu. Nee, also mein Outfit sieht mehr so wie ein Reiseoutfit aus. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie ich meine? Also die Outfits sind der Stand. Camouflage, Kniestrümpfe, damit du im Busch nicht erkannt wirst, oder was? Schuhe. Weiße Klettverschlussschuhe. Ah, da die Stiefel, die passen aber nicht dazu. Behaupte ich. Straßenschuhe pink trägst du gerade. Nehmen wir stattdessen die Klettverschlussschuhe. Ja, viel zu teuer, ne, für das bisschen. Ah, das sieht man aber auch nicht gut. Nee, nee, nee. Gib mir die wieder. Sonst hätte ich gar keine Schuhe an. Das ist quasi dieselbe Tasche, nur in Orange. Wie sähe das aus? Mischmasch, ne? So harmoniert das doch besser. Eine Brille. Aber die meinen den Federschmuck damit. Nee, 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 nee. Dann komme ich jetzt mal mit meinem Mützchen raus. Allein die Mütze finde ich schon ungewohnt jetzt. Also ich würde mich gern massiver verändern.
Aber hier auf jeden Fall ist nichts für meinen Geschmack dabei. Machen wir die Mütze ein bisschen anders. Romantia City, eine leicht mysteriöse Stadt, aber nur leicht. Wie mysteriös, wie überaus mysteriös. Die Fähigkeit Feenschicht macht aus Attacken des Typs Normalwelche vom Typ Fee. Oh je, wo geht's denn hier weiter? Ich will dir mal was Privates verraten. Kleine Dinge sind für mich einfach das Größte. Auch in Sachen Pokémon sind mir die etwas kleineren Exemplare am liebsten. Genauer gesagt sind Pokémon von unter einer Größe von 3 Metern meine Favoriten. 0,3 Meter, wichtiger Unterschied. Übrigens, hast du irgendwelche kleinen Pokémon dabei? Wenn ja, zeig sie mir doch bitte. Oh, das ist ja gar keine kleinen Pokémon. Da würde ich gerne ein Pokémon sehen, das kleiner als 0,3 Meter ist. Glaub nicht, dass ich eins hätte. Wir gucken mal ganz kurz, zum Spaß an der Freude, was ist das kleinste Pokémon, das ich habe. Togepi war halt klein. Und du? 0,3? Ich weiß nicht. Ich glaube, selbst der 30 Zentimeter? Der Togepi nicht mehr, das hat sich entwickelt. Ganz kurz nach Psiau gucken. Oh, muss das? Finde ich noch niemals. Geht vermutlich schneller, wenn ich ins Team nehme. Aber hier ist er. Kleiner als 0,3, hat er gesagt, ne? Er hat nicht gesagt 0,3 oder kleiner, sondern kleiner als 0,3. Grenzwertig. Wie praktisch, du hast einen Pokédex. Bestimmt finden in den Küstenbereichen der Kanos-Region ganz viele Wasser. Ich probiere das jetzt. Ich will das mal ganz kurz herausfinden. Ob es dem reicht. Nip, 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 nip. Red noch kurz mit den Leuten. Ein Donnerhall, den Frieden bracht, geboren aus menschlichem Bedauern. Ein Donnerhall zu lindern, alles Trauern, durch den Zorn der Pokémon entbrannt, sodass Carlos Leid ein Ende fand. Auf keinen Fall. Das laberst du mich zu. Nee. Welche finde, ist in Ordnung, aber so teuer auch noch. Die habe ich. Hypertränke brauche ich vermutlich ein paar. So, erstmal pleite. Ich drücke halt schon nach unten. Ich denke, ich habe schon zweimal B gedrückt. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie viele Pokébälle pro Tag verwendet werden? Nein. Oh, Mist, miteinander. Trägt die O-Kraft in die Welt hinaus. Es tut mir leid, da kann ich noch nichts dafür. Und er hat immer denselben Text. Habe ich Psiau dabei? Oh, klasse! Ja, Psiau ist schon ein ziemlich kleines Pokémon. Wie das wohl wäre, wenn ich mich selbst in ein Psiau verwandeln würde? Das hätte sicher einige gravierende Änderungen für meinen Alltag zufolge. Wenn ich nur dran denke, bekomme ich schon eine Gänsehaut. Ach ja, so ein Leben in Miniatur ist einfach furchtbar spannend. Dann kriege ich die Pokepuppe. Vielen Dank, dass du mir ein kleines Pokémon gezeigt hast. Wäre toll, wenn du mir morgen wieder ein Pokémon in der Größe zeigen würdest. Ich habe nur das eine. Sorry, not sorry. Aber jetzt haben wir auch gewusst. Erstens mal, dass 0,3 auch reicht. Das ist interessant. Und was wir dafür bekommen, nämlich die Pokepuppe. Hey, Püppchen. Ich glaube, die Stadt hat keine Arena, oder? Ist viel zu klein. Kann die nicht surfen? Warum nicht? Da ist ein Item. Ah. Aber er hätte auch surfen können, also. Der Turtok, das wäre schon möglich gewesen, finde ich, glaube ich. Bisschen aus wie Team Rocket, oder? Von der Farbe. Die Cabby. Mein Pokémon ist immer bei mir, also bin ich niemals allein. Allein, allein. Allein, allein. Hey, du. Hast du ein Pokémon dabei, das du vom Professor bekommen hast? Dieses Pokémon kann eine besondere Attacke erlernen, egal auf welcher Entwicklungsstufe es sich befindet. Es muss dir gegenüber aber zutraulich sein, sonst klappt das nicht. Möchtest du, dass ich ihm die Kombi-Attacke beibringe? Welche? Turtok.
Toto gab's vom Professor. Wassersäulen. Ja, ich verstehe schon, aber nein. Ich vergleiche. 80, 100. Ja, aber ich habe die anderen ja nicht mit dabei. Schwächer als Surfer. Sorry, not sorry. Pokémon vom Typ Fee sind schwer zu knacken. Attacken vom Typ Kampf und Licht oder Käfer sind leider nicht sehr effektiv. Und Drachenpaar-Attacken haben gar keinen Effekt. Kombi-Attacken haben unterschiedliche Wirkungen, je nachdem wie Feuer, Pflanze und Wasser kombiniert werden. In Doppel- und Dreierkämpfen entfalten sie ihre ganze Stärke. Ja, aber wann benutzt man das mal? Zumal man die Starter alle drei mitnehmen müsste. Also gar keine Varietät reinbringen soll. Falls du nicht bemerkt hast, du stehst gerade direkt neben der Arena von Romantia City. Also doch. Sie ist Teil des großen Baumes der Stadt. Ganz schön spektakulär, was? Ist die Arena stark? Valerie, die Maid aus dem alten Land. Das ist Arena Nummer 6. Ich verstehe, jemand wie du kann sein Potenzial vielleicht voll ausnutzen. Kriegen das Gengar nicht. Für Mega-Gengar. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn sie getauscht werden. Apollo ist eins dieser Pokémon. Ich bin allein und habe niemanden zum Tauschen, daher nutze ich die GTS oder den Wundertausch. Hallihallo, wie du sehen kannst, bin ich der Präsident des Pokémon-Fanclubs der Kalos-Region. Ich verteile Fleißbänder an besonders fleißige Pokémon. Dann wollen wir uns doch mal deinen Tantrak anschauen. Aha, es ist richtig fleißig, das muss man ihm lassen. Wenn es sich allerdings noch mehr ins Zeug legt, bekommt es etwas Nettes von mir. Tantrak vorne ist. Was ist er dann zu ihm? Dann wollen wir uns mal deinen Priegerhorn anschauen. Wow, es hat sich ja richtig toll ins Zeug gelegt. Gib ihm doch als Belohnung dieses Fleißband. Dann sieht es sicher ganz herzallerliebst aus. Wollen wir das lernen? Wow, mit diesem Fleißband steht dein Pokémon garantiert jedem die Schau. Wenn mal ganz kurz. Die letzten Items, die ich bekomme, ich brauche die alle nicht. Und ich glaube, deren Effekt zu wissen. Aber man kann sich ja nicht vergewissern. Auf Fleißband weiß ich nicht gerade hundertprozentig. Erzähl. Ist nicht mal hier. Typ Geist verstärkt. Nassbrocken, Regentanz. Schutzband war... Aha, ja. Also bis wilde Pokémon. Kingstein haben wir geklärt. Tag, tag, jo. Meine Damen und Herren. Fleißband. Ach, das sind die... Ja, natürlich, das sind die Bänder, die sieht man. Aber die müsste man doch jetzt irgendwo in den Stats sehen von ihm. Wo sind die Bänder? Hier. Da rechts. Fleißband für extrem fleißige Arbeiter. Ich weiß nicht, nach welcher Definition. Und Fußabdruckband für ein Pokémon, das einen besonders guten Fußabdruck hinter... Ja. Wenn ihr das sagt. Haben die anderen auch welche? Also. Was für ein Fußabdruck, Leute. So, Tantrak vor, noch ein Tor. Tolle Pokémon, fürwahr. Kann ich mir mal dein Pokémon-Team ansehen? Na du, das ist doch ein Tantrak, oder? Du hast den Tantrak wirklich sehr lieb und weißt nicht von seiner Seite was? Warum interessiert ihr euch für meine Pocket-Monsters? Es gibt ein berühmtes Märchen über ein Pokémon, das einst ein Mensch war. Die Geschichte erzählt von einem Froxy, das sich in einen bildhübschen Prinzen verwandelt. Der Froxy-König. Ein Blick auf einen deiner Arena-Orden verrät mir, was für Erinnerungen du mit ihm verbindest und mit welchem Pokémon du Erinnerungen hast. Das gibt's auch immer wieder. Zu welchem Arena-Orden soll ich deine Erinnerungen auf die Sprünge helfen? Beim Erhalt des Krabbel-Ordens bestand dein Team aus Tauboga, Igastane, Spisor, Wombl, Togepi und Ponita, nicht wahr? Langes her, ne? Ich fühle mich auch schon wieder... Sonst wäre das schon Jahre her. Monate mindestens. Ja, aber der eine oder andere Monat war es ja wirklich, ne? Die Pokebälle aus der Pokeballfabrik werden an alle Pokémon-Supermärkte in Kalos ausgeliefert. Was haben wir denn hier für eine Villa? Ah. Macht Sinn. Da müssen wir so oder so hin. Aha, Team Flair. Da drin unterhalten sich Erwachsene. Zeit für Kinder wie dich nach Hause zu gehen.
Wir müssen da eh noch rein. Dass die Irrgärten so mögen in dem Spiel. Oder ist es mehr so eine französische... Das ist ein Ding, was aus Frankreich kommt. So Heckenlabyrinth. Das ist auffällig häufig hier in diesem Spiel. Ja. Gucken wir kurz die Außengegend an. Ich muss mir auch merken, dass ich die mir schon angeschaut habe. Sobald es wieder hier hingeht. Voll dran gekriegt. Aber für einen Top-Beleber würde ich sagen, lohnt sich das. Das kann man mal machen. Jetzt aber raus hier. Dann haben wir die Stadt gleich so gut wie erkundet, glaube ich. Hier nochmal nach rechts. Das letzte Häuschen. Mein Pokémon macht große Fortschritte und wird immer stärker. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich jeden Tag mit ihm spiele? Pass auf, ich verrate dir mal was. Große Dinge sind für mich einfach das Größte. Auch in Sachen Pokémon sind die etwas Lobby-Rang-Exemplare meine Favoriten. Und nur, dass wir uns verstehen, mit groß meine ich Pokémon, die größer als 3 Meter sind. Hättest du nicht zufällig irgendwelche großen Pokémon dabei? 3 Meter? Kriegeron, glaube ich nicht, ne? Die du mir zeigen könntest, oder? Was? Du hast gar keine großen Pokémon dabei? Aber ich will doch ein Pokémon sehen, das größer als 3 Meter ist. Ich komme mit dem Legendären wieder. Ibeltal. Bist du auch hergekommen, um dir einen schönen Tag zu machen? Ja. Wo möchtest du denn sitzen? Ich kann mir die Terrasse nicht leisten. Ich nehme einen Tisch, ja? Selbstverständlich. Dann führe ich dich jetzt zum Tisch. Tö. Was ein scheiß Tisch. Die Spezialität unseres Cafés, der Spezialsaft. Lass es dir schmecken. Mensch. Bezahlt aber für den Tisch und den Saft gibt's aber umsonst. Das ist eine merkwürdige Preispolitik hier. Dann kann ich mit euch reden. Welche Vorzüge hat dieses Nidoqueen? Wir zählen uns gegenseitig jeweils 10 Vorzüge unserer Pokémon auf. Ich kann dir aber auch gerne 10 Vorzüge meines Freundes aufzählen. Das hatten wir schon mal auch in diesem Spiel. Das ist für Pokédex gesehen Einträge. Kannst du mir einen Vorzug des Janma nennen, das ich dir gleich zeige? Vorzug. Das sind normale Pokémon. Verlässt du uns schon? Ja. Ja, da müssen wir jetzt auch nicht jede Kategorie auschecken, weil das nur NPCs sind, die mit uns reden und ja. Gecheckt. Bist du hier, weil du mir ein... Achso. Nee, hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Bevor wir uns Richtung Arena begeben, würde ich ausloten, wie weit wir gehen können. Kann ich die Stadt auf die Route verlassen? Oder hält mich etwas auf? Wahrscheinlich. Es ist faszinierend, mit anzusehen, wie eine einzige Entdeckung die Welt verändern kann. Die jüngste Klassifizierung des Feentyps hat das System der Wechselwirkung zwischen den Typen für immer verändert. Anfangs war ich echt gegen den Feentyp. Als XY rauskam, dachte ich mir, warum fällt denen jetzt nach 6 Generationen wieder ein, dass sie doch was ändern wollen? Aber wenn man sieht, was Fee macht, nicht nur, dass es auch Sinn ergibt, ne, weil es eine Fee ist. Ich sag mal, Gift ist sehr effektiv darauf und Stahl. Und Fee besiegt Kampf. Der Kampf wieder ein bisschen geschwächt, aber vor allen Dingen Drache und Unlicht. Würde ich sagen, dass die OP waren, aber die wurden damit ein bisschen gebalanced, ne? In Fluxia City soll es wohl jemanden geben, der die Erinnerung der Pokémon deuten kann. Neulich saß ich nichtsahnend im Café, als sich plötzlich ein Schönling neben mich setzte. Offenbar handelte es sich bei diesem Herrn um einen Professor. Er begann sogleich mir die Geschichte eines Pokémon zu erzählen, welches mündlichen Überlieferungen zufolge vor sehr langer Zeit der Liebling eines Königs gewesen sein und diesem das Leben gerettet haben soll. Weiterhin erwähnte er noch, dass es sich dabei um ein Pokémon des Typs Fee gehandelt habe. Ja, aber so vor langer Zeit. Ich lass mich nicht durch, so eine Scheiße, Mann! Dieses Tor verbindet Romantia City mit Route 15. Ein bisschen mehr Freiheit hätte ich mir schon gewünscht, ne? Manchmal kann man ja die nächste Route schon mal machen und gucken.
Hey, du da, sofort stehen geblieben. Wenn du hier durch willst, musst du zuerst Mitglied von Team Flair werden. Der Beitritt kostet dich zwar eine Kleinigkeit, aber es war... Der Beitritt kostet dich zwar eine Kleinigkeit, aber... Der Beitritt kostet dich aber eine Kleinigkeit, und zwar schlappe 5 Millionen Poké-Dollar. Genau, und wenn wir irgendwas brauchen, tja, dann nehmen wir uns einfach. So, und alle, die Team Flair beigetreten sind, haben erstmal 5 Millionen Poké-Dollar geblasht. Habe ich das richtig verstanden? Das kannst du dem Friseur deiner Oma erzählen. Tja, dann machen wir die Arena krumm und schabbelig, ne? Ich kann den Part hier noch nicht beenden, nach ein bisschen erkunden. Oder wir machen die Arena komplett. Was soll der Geiz? Mal schauen, wie es läuft. Wir gucken, was da drin los ist. Arena Nummer 6. Tch. Romantia Arena. Ist die Fee? Typ Fee sieht so aus. Die labern hier auch alle von Typ Fee. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Die Arena hier in Romantia City wartet mit ein paar Überraschungen auf. Erstens, hier gibt es nur Trainer, die Feen-Pokémon einsetzen. Zweitens, die zahlreichen Warpfelder hier schicken dich immer an einen anderen Ort. Man weiß also nie, wo man landet. Ah, ich habe den Bus in Teddy Urlaub gebunden. Ist natürlich genau festgelegt, wo man landet, wenn man auf die Felder tritt. Also dann stelle ich doch gleich mal auf eins der gelb leuchtenden Felder hier. Ach, gelb. Teddy Ursa aufgebunden, ne? Hier gibt es einige Trainer, aber die sehen schon detailreich aus, die Zimmer. Na, was sagst du zu diesem Kimono? Den hat Valerie entworfen. Ich werde versuchen, seiner Schönheit im Kampf gerecht zu werden. Irma. Ich kann ein bisschen lernen, was alles Feen-Pokémon sind. Bei Plubella wäre ich mir nicht sicher gewesen, aber Azumarill weiß ich. So. Oder dürfte kein Gift sein. Warte mal. Fee. Warte mal, Fee? Einzigen Schwächen von Fee sind Gift und Stahl. Und Unlicht. Fee ist sehr effektiv. Kann. Bin ich sehr effektiv. Psycho. Ist normal effektiv. Wollte ich nur wissen. Als ob. Ja, aber die Arena erinnert total an die Safronia City Arena. Psycho. In Kanto. Erste Generation. Teleporter. Nicht ganz so schön, aber grob. Grob dasselbe Verfahren. Das wird nicht so schnell gehen, aber wir machen Kunst. Könnten aber auch einen längeren Part machen. Ich werde die Parts nie zu lang machen, Freunde, aber... Aber, ganz genau. Das ist, Alter, Draco Meteor, willst du? Danach bist du erstmal aus dem Spiel. Warte mal, Tantrak ist auch stärker spezial. Na gut, dann müssen wir das. Das muss. Matschbombe bleibt. Drachenpuls. Bleibt. Toxin. Gegen starke Gegner würde ich Toxin. Donnerblitz. Wir haben keine Elektroattacke sonst. Elektro brauchen wir aber hin und wieder. Nee, Wasser und Flug. Nur Wasser und Flug. Aber es hat kein anderer Elektro, deswegen würde ich das lassen. Oder wir opfern Drachenpuls. Das ist auch Quatsch. Ich opfere leider Toxin. Aber ich kann einfach nicht drauf verzichten, auf Draco Meteor. Und Donnerblitz würde ich jetzt auch behalten, weil wir sonst kein Elektro-Pokémon haben oder so. Wisst ihr? Ich hoffe, das ergibt Sinn in eurer Welt. Ja, weiter geht's, ne? Azumarill. Das war Irma.
Deine Stärke macht dich wunderschön. Schleimer. Wie viele Räume sind das? Eine Menge. In jedem Raum ist eine Trainerin. Angetrieben von meiner Verehrung für Valerie bin ich hergekommen, um ihre Schülerin zu werden. Sieht ansprechender aus, wenn ich das sagen darf. Gift, 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 Gift auf Puffiness. Traummagie hat doch Geist drin. Hier geht's auch nicht viel, oder? Bin ich schwach? Bin ich nicht schwach? Tor, tok, 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 tok. Haut den Schurken auf die Gurke. Gut, wenn jeder Trainer nur zwei Pokémon hat, dann dauert es vielleicht doch nicht ewig. Aber das steuern wir gut die 4 Minuten an. Ich gehe auch davon aus, dass die Arena-Leiterin halt was auf dem Kasten hat. Das ist so der Punkt. Nein, Valerie, es tut mir leid. Die juckt sich nicht für dich, glaube ich. Ich kenne auch nicht den richtigen Weg. Das kommt noch dazu. Wir sehen aus wie Puppen in einem Puppenhaus, findest du nicht auch? Also, dass es so verschiedene Artworks von den Kimono-Trägerinnen gibt? Ist eine nette Sache. Alter, das Schlüsselbund-Pokémon! Es ist Clavion. Er hat wenig Schwächen. Das ist Fee. Stahlfee. Bin so dumm. Stahlfee. Alter, da kann der nichts machen. Muss tauschen. Die sind Einzelkämpfe. Was war denn gegen Clavion? Meine. Feuer und Boden habe ich beides nicht. Ich habe weder Feuer noch Boden. Da denkst du, so ein Schlüsselbund-Pokémon ist schwach. So schwach, wie es aussieht, ist es nicht. Heilung verhindert. Leute, wir müssen ran. Mega-Entwicklung. Und das Risiko einer Hydro-Pumpe. Natürlich. Also die wollen mir was von 80% erzählen. Trifft aber nie. Fühlt sich halt an wie 20% Trefferquote. Ich glaube, die haben da was verwechselt. Ja! Geh baden. Da beginnt der Stahl zu rosten. Wie man auf das Pokémon gekommen ist, ist halt echt die Frage. Schwertanz ist eigentlich sehr gut. Aber wir haben dafür nichts. Wie gesagt, gerade in Sachen Restladero müssen wir zum Attackenerinnerer. Auch deswegen denke ich mir die ganze Zeit so, wenn ich jetzt vielleicht erstmal weiterkäme, wäre es vielleicht auch geil. Aber ist nicht so. Komm nicht weiter. Das Ding ist, da stehen ja Team Dings stehen da, ne? Team Flair-Rüpel. Das heißt, die jucken sich nicht, was wir in der Arena machen. Aber vermutlich wird der Sieg in der Arena dafür sorgen, dass wir in die Pokéball-Fabrik können. Team Flair da eines Besseren belehren. Und danach sind wir in Romantia City fertig. Weiter. Unseren Weg fortsetzen auf die nächsten Routen. Tja, du bist doch eben doch keine Puppe, sondern ein Pokémon-Trainer. Meinst du? Fürchte, der Part würde zu lang werden. Wir nehmen noch eine Trainerin mit. So, was wir haben, das haben wir. Ja, müssen ja 9 Räume sein. Ach, guck mal, hier ist nicht mal jemand. Ein Raum mit Guido, ein Raum mit der Arena-Leiterin. Hier ist ja niemand. Ich habe sie doch alle schon gewatzt. Hier ist auch niemand. Hä? Oh, wir sind wieder bei... Mensch. Also gibt's doch nicht so viele Arena-Leiterinnen, nicht so viele Vortrainer hier in dem Laden. Wollte schon rechnen, ne? Hab ich dich schon? Ja.
Na, wenn das so ist? Ein bisschen Angst, ob die Arena weiter. Also Typ Fee, was mache ich denn gegen Typ Fee? Gift. Außer Gift habe ich nichts. Tantrag vor. Ich glaube, oben rechts war ich noch nicht. Nee, ich gehe mal zurück, bitte. Aber wirklich detailreich dargestellte Räumlichkeiten hier. Wie ein Puppenhaus, ne? Boah, ich weiß gar nicht, wie ich irgendwo rauskommen soll. Wir waren bei ihr. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Freunde, langsam lächerlich. Ist hier noch ein vierten? Warte mal. Nee, tatsächlich nicht. Das hat uns nicht weitergebracht. So passiert das, wenn ich mir denke, Zeit ist knapp. Beeil dich mal lieber. Dann läuft das so. Dich habe ich besiegt. Aha. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Richtig. Angriffe eines bestimmten Typs sind wirkungslos gegen unsere geliebten Feen-Pokémon. Da war ein Lag, das war ein Lag. Ich habe nicht kein Save-State-Laden. Nee. Ich stehe schon zu meinen Feen. Keine Angst, wenn ich reinscheiße, das kriegt ihr mit. Vor allen Dingen ist auch ein Drache. Ich hätte doch einfach Draco Meteor. Effektiver als das. Ich muss sogar wechseln. Es wird so nix. Das wird so nix. Der kriegt den nicht. Altaria ist stark. Den, also unsere nächste Höhenreise, nehme ich Altaria rein. Das Vieh richtig genial. Ich glaube, das hatten wir in Rubin Free Getter, aber da muss mehr gehen, Freunde. Das ist so ein starkes Ding. Oder hatten wir das irgendwie in Höhlen-Remakes? Nee, ne? Oder? Da muss ich sofort reingucken. Ja, doch. Rubin Free Getter 2013 mit Regi und Foka. Ja. Will ich wieder reinnehmen. Free Getter spielt ja auch nur ein Drittel, ne? Also. Die Free Getter Teammitglieder sind alle freigegeben, würde ich sagen. Die zählen alle nicht mehr. Ewig her. Und wurscht. Motorpumpe auch leer. Na gut. Zeit- und Paartechnisch macht nichts mehr Sinn. Als im nächsten Paar zur Arenaleiterin zu gehen mit euch. Oh shit, tot. Ja, aber ich frage mich, was soll das denn jetzt, ne? Absol ist doch nicht Typ Vieh. Das werde ich überprüfen. Nein, Monotyp Unlicht. Was soll das hier? Dann hat sich vielleicht ein bisschen gezogen. Das mag sein, aber... Es gibt aber auch Typen, gegenüber denen Feen-Pokémon im Nachteil sind. Fee ist aber auch schon ein bisschen... Ist Fee OP? Ein starker Typ eigentlich. Ja, die Arenaleiterin mit frisch gehaltenen Pokémon im nächsten Part. Alles... Oh, ich muss so zurück. Alles andere wäre, ne? Erzwungen. Haben wir heute die Erkundung gehabt und die Arena schon mal gemacht, bis auf den finalen Kampf. Aber da will ich mich ja nicht hetzen, Freunde. Ja, ich suche mir den Ausweg aus dem Labyrinth. Es gibt bestimmt einen schnellen Weg, aber ich kenne nicht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen. Like da lassen. Und dann geht's wahrscheinlich schon in die Pokéball-Fabrik. Bis dann und ciao.